Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bin Chester305 und heute machen wir uns wieder weiter auf die Socken, um Herzlose zu mobben. Wir haben es nämlich nie anders verdient. Die kommen hier auch an und denken sich so, ja, ich bin voll der Bus. Sind's aber in Wirklichkeit gar nicht, sind nur kleine Lurcher. Ey! Buff! Yay, drängende Dunkelheit. Ich liebe diese Karte. Nicht. Aber vielleicht sollten wir die mal verwenden. Achso, ich brauche eine 8. Habe ich überhaupt was? Ich habe eine 8. Legen wir uns mal mit Giftfungis an. Es ist zwar nicht die geilste Idee, die ich jetzt haben kann, aber es ist eine Idee. Fungis sind Arschlöcher. Müsst ihr wissen. Komm her, Fungi, Fungi, Fungi. Komm her, Fungi, Fungi. Dann halt nicht. Na, du kleiner Asi. Na, wie viele sind's? Ist richtig. Okay, einer down. Das Problem an den Fickern ist, wir können denen nur Schaden machen, wenn sie tatsächlich dunkel sind. Und glaubt mir, in dem Gift wollt ihr nicht sein. Das Gute ist, wir machen gut Schaden an denen. Ne, ich habe das schon oft gehabt, dass die Viecher sich dann einfach gesagt haben, so, nee, ich möchte jetzt nicht mich irgendwie verwandeln oder so. Gib ihm! Wie cool! Werd bitte wieder normal. Du Arsch! Yes! Nee! Shit! Und das Gift kann... Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber es konnte damals auf jeden Fall stunnen. Und das ziemlich lange. Yes! Wieso habe ich eigentlich vergessen, was so toll an diesen Biestern war? Irgendwas war mal toll an denen. Shit! Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Okay, ist eh nur einer. Shit. Das Gaff. Besondere Karten geben die auch nicht. Was war denn das jetzt hier? Waren die mal. Die waren noch mal besonders. Paff! Voll im Nacken! Ich habe so schlimme Erinnerungen an die Biester. Scheiße. Ganz vergessen. Und mal nachladen. So. Shit. Gib ihm. Aha. Was hast du nur davon? Kleiner blöder Penner. Karte. Königsanhänger 3. Nee, danke. Das darfst du gerne behalten. Damit kann ich nichts anfangen. Gut. Moment, war das hier noch eine... Nichts. Verdammt. Wir brauchen eine grüne. Gut, dass wir davon noch welche haben. Mein Gut, dass wir grüne Karten haben. Sieh mal einer an, das ist ja Sora.
Kopf juckt. Ich sollte mir mal wieder die Haare waschen. Moment, was rede ich da? Ich kenne dich doch gar nicht. Aber siehst aus wie ein Zora. Zolligen Haaren und den Schlapperhosen. Schon in Ordnung, Sid. Ich, so heiße ich. Oh, schon wieder von mir gehört. Das überrascht mich jetzt nicht. Naja, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ein Freund von mir hält sie irgendwo in dem Schloss Stadt auf. Irgendwelche Ideen? Ein Freund? Nicht der Herr, so ja, man kann keine zwei Schritte tun, ohne angegriffen zu werden. Und das ist es am schlimmsten. Das heißt, ein gigantischer Herzloser erscheint, wenn die Glocke tönt. Wenn du deine Haut retten willst, hau ab, solange es noch geht. Vielleicht hat er recht. Wollt ihr diesen Herzlosen nicht auch sehen? Wollen wir nicht! Nicht! Tja, das ist jetzt nun auch zu spät. Die Glocke! Zora, pass auf! Na, kennt ihr diesen Ficker noch? Also ich kenne ihn noch. Und ich mag ihn immer noch nicht. Aber ich liebe die Musik. Ja, ich liebe diese Musik, ey, ganz ehrlich. Ich liebe Kingdom Hearts Musik einfach. So, ich mach mich mal erst um seine Hände her, weil da auf die habe ich am allerwenigsten Bock. Das lass mal. Alter. Scheiße, wie lange hielt denn diese Karte von dem? Alter Schwede. Shit. Hör doch mal mein ganzes Zeug zu stechen, du Penner. Au. Vita brauche ich jetzt noch nicht. Hab ich... Hä, ich habe eine Hand von ihm schon zerstört? Okay. Das lass mal sein, okay? Alter. Und shit, da hätte ich vorher aufhören müssen. Jetzt hat er nur noch einen Fuß. Hör auf, mich treten zu wollen. So. Shit. Bin ich echt dumm oder so? Warum habe ich das überhaupt versucht? Ich geb dir einen Grund zu humpeln, mein Freund. Ja, das hat getroffen. Bam! Bam! Shit! Ja! Shit! Hör doch mal auf damit! Und das war's! Alter, hält der viel aus! Für den ersten Boss hält der ein bisschen was aus! Mag das mal einer von euch aufheben?
Schwing! Panzerrüstor. Die Karte ist im Grunde ziemlich wertlos. Dafür werde ich auch nicht meine Kartenpunkte opfern. Dein Freund war also nicht hier. Nein, ich glaube nicht, dass wir ihn in dieser Stadt finden. Aber mach bitte nicht mehr solche creepigen Mundbewegungen, Sora. Er ist irgendwo hier im Schloss, das weiß ich genau. Schloss? Die ganze Stadt im Riesenschloss, ich lach mich tot. Ich glaube, er hat recht. Sid, auch wenn du es nicht begreifst, für Sora ist es glasklar. Er sieht eine Realität, die unserer Welt hinausgeht. Wär mir bloß sicher. Du schaffst das schon, Sora. Egal, welche Gestalt die Realität annimmt, das kriegst du hin. Ich mag mich nicht irren, aber mein Herz kennt dich. Pass gut auf, Sora. Ich sollte jetzt endlich mal duschen gehen. Du, 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 du. Ich bin eigentlich tot, weißt du? Was gibt's? Ich habe zwar keine Antwort auf das alles, aber ich muss dir etwas sagen. Deine Erinnerungen haben diese Stadt erschaffen. Das hat derjenige gesagt, von dem ich die Karte habe. Wenn das stimmt, dann ist diese Stadt hier nur ein Hirngespinst, genau wie wir. Aber du bist kein Hirngespinst, du stehst doch hier vor mir. Und die Stadt ist es auch. Aber ich bin nicht ich. Ich erinnere mich nicht, obwohl ich es sollte. Und ich spüre, was ich nicht spüren kann. Sora, hüte deine Erinnerung. Auf deiner bevorstehenden Reise wirst du viele Illusionen sehen. Manchmal werden dich die Schatten deiner Erinnerung trügen und dir in die Irre führen. Was genau hat das zu bedeuten? Ich bin auch nur eine Illusion, Sora. Die Wahrheit ist außerhalb meiner Reichweite. Ich bin eigentlich tot. Sag doch sowas nicht. Das deprimiert mich nur. Nein, Sora. Lass dich durch Illusionen nicht von dem richtigen Weg abbringen. Alles klar. Sora! Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, ich komme. Na gut, ich muss jetzt los. Aerith? Ich hab gesagt, sie ist tot, verdammt! Was ist mit ihr? Sie ist weg. Ich habe gerade noch mit ihr gesprochen. Aber Aerith ist doch mit Leon und den anderen mitgegangen. Hä? Du hast eben ganz allein dort gestanden. Wir haben uns schon gewundert, was los ist. Das also, meinte sie. Voll schäbig. Oh Mann. Alles so kompliziert. Yay, Simba! Oh fuck's sake, ich hasse Simba. Wobei, wenn ich 3 Karten von ihm habe, werde ich wahrscheinlich reinpacken, damit ich sie kombinieren kann. Weil kombiniert ist das gar immer so schlecht, aber allein ist Simba irgendwo wertlos. So, verschwinden wir aus dieser Welt. Ein bisschen Zeit haben wir noch und ich weiß auch, was in etwa noch auf uns zukommt. Von daher möchte ich aber trotzdem einmal speichern. Einmal speichern, bitte.
Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Hello. So, Fangirls, ihr dürft jetzt abgehen. What do you want? Ihr dürft jetzt aufdrehen und durchdrehen. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Don't you go off and die on me now. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Kerl auch. Ne? Also, ne? Axel? Er ist nicht umsonst Fan-Favorite. Einer von der Fan-Favorites. Problem ist, er ist auch nicht sonderlich schwach, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Vor allem hält er auch nicht was aus. Autsch. Aua, 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 aua. Okay, das hat getroffen. Okay. Come here. I'll make it all stop. Okay. Das lief gerade noch mal gut. Ach gut, das war mehr. Das war dumm. Es hat nicht mal getroffen. Das Nervige ist gerade, jedes Mal, wenn er teleportiert, verliere ich ihm aus dem Fokus. Ah. Okay, der erste Fight ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen... noch mal ein bisschen easy gehalten. Das hat ge... Okay. Bam! Bam! Give me a break. Get wrecked! Super Combo Finish! Geil! Ah, Feuer. Meine Lieblingskarte. Dankeschön. Wie er grinst einfach so. Hm. Another one? What to do? Kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Ich bin immer noch da. Did you really think after that introduction, I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you.
Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. Holla die Waldfee! Das sind viele Karten. Uiuiuiuiuiui. Ich werde aber jetzt erstmal zurückgehen, weil da war ja ein Speicherpunkt. Das heißt, ich kann da nochmal speichern gehen. Weil ich wollte heute eigentlich nur die paar Folgen machen. Was ich nochmal sagen wollte, falls ihr euch Kingdom Hearts 1 nochmal reinziehen wollt, vorher, um nochmal storytechnisch ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen, könnt ihr entweder bei mir das Let's Play euch reinballern, weil habe ich ja auch getan, bis auf Part 1, der wurde mir ja zerschossen, danke lieber Gott, danke liebe Gamer. Oder ihr guckt einfach bei den Freudentropfen, also bei dem Kanal von Vivi und Nana rein. Sollte bei mir auf dem Kanal verlinkt sein zu finden. Auf jeden Fall, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. See you later. Blah.